Okay. Vielleicht die einen oder anderen können sich noch erinnern an Slaps and Beans. Das Spiel Bud Spencer und Terence Hill aus den verschiedensten Filmen der beiden, die verschiedensten Szenen. Man sieht es auch hier sehr schön. Moment. Ja, war das nicht schön jetzt? Okay, gut. Ich bin jetzt nicht der beste Sänger. Muss man auch nicht, aber Bud Spencer, Terence Hill. Wer kennt sie nicht mehr, ja? Ein Trinkspiel gab es auch, ja. Slaps and Beans. Ein schönes Ding für zwischendurch, was nicht nur ein Spiel war, wo man sich einfach nur auf die Birne haut. Nein, da ging es wirklich richtig um die Filme und um die ganzen Szenen. Auch hier gerade, ich denke mal, hier die nächste Schlägerei lässt nicht lange auf sich warten. Oh, ich muss, weil ich euch zeigen wollte, um nochmal daran zu erinnern, waren diese beiden Trailer und die habe ich entdeckt und die möchte ich jetzt gerne mal vorspielen, ja. Wahnsinn! Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Den zweiten Trailer gibt es natürlich auch gleich. Ja. Okay. Und da steigen wir auch gleich ein.
Yeah, ole, ole. Wahnsinn. Habe ich schon Wahnsinn gesagt? Ich glaube schon, ja. Das ist Begeisterung. Also, ich bin ja damit auch aufgewachsen und wollte euch hier einfach mal ein Spiel vorschlagen, was vielleicht noch nicht der ein oder andere kennt, aber jetzt kennt ihr es und es lohnt sich wirklich, das mal zu zocken. Ja. Für 19,99 Euro möchte ich es mir nicht kaufen, vielleicht irgendwann mal oder so, ich weiß es nicht. Aber es macht auf jeden Fall Laune, es ist abwechslungsreich, es ist, ja, wie es hier schon steht, das erste offizielle Videospiel von Bud Spencer und Terence Hill. Damit möchte ich mich auch jetzt verabschieden. Ich hoffe, die kleine Anregung hat euch gefallen und ihr zockt das irgendwann mal. Bis demnächst und ja, wenn ihr weiterhin ein paar Vorschläge sehen wollt, dann lasst mich wissen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, ich bin weg, tschüss. Bum, bum, bum.